Heute möchte ich mal über Ruhe sprechen. Die Abwesenheit von Ruhe ist das, was uns in dieser hektischen Zeit auffällt, wenn wir uns in unserem Alltag verlieren, nicht wiederfinden, weil wir keine Ruhe geben, weil wir immer voranschreiten wollen, weil wir das Erreichte nicht feiern, weil wir uns selber nicht mehr feiern, weil wir vergessen haben, dass Ruhe, dass Pause die Essenz ist, in der wir unsere eigene Essenz spüren. Ruhe ist wichtig. Wir finden sie nicht, weil unsere Gedankenwelt unentwegt läuft, weil wir uns mit Informationen zuschütten, die uns nicht dienen, die aber unsere Gedankenwelt im Dauerlauf halten. Wir finden selbst in der Nacht kaum Ruhe, beschäftigen uns mit den Themen, die wir in den Tag nicht gelöst bekommen haben, weil wir eben keine Ruhe hatten, sie zu lösen. Wir sollten Ruhepausen einlegen, wenigstens mal für einen Tag die Woche sagen, ich gönne mir Ruhe, ich nehme diese Ruhe und sie überdeckt meinen Gedankenflut. Ich komme zur Ruhe in mir selbst. Ich komme dazu, mich selber wieder zu feiern. Ich erreiche das, was ich erreicht habe, auch in meinem Herzen und nicht nur in meiner äußeren Welt. Feiert euch, nehmt euch Zeit für Ruhe. Ihr seid es euch wert.